Okay. Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Lego-tastischen Folge Lego Fortnite Bettleben. Mr. Beast Fan, Mr. L. Mr. L. Moin. Nicht Mr. R. Ich schwöre, ich hasse Autokorrektur, ne? Eigentlich habe ich ja ich habe da eigentlich so Mr. L stehen gehabt, ne? Hä? Hä? Hat's gespeichert? Ich glaube, du hast nicht gespeichert. Doch, tatsächlich, eigentlich habe ich gespeichert. Ja gut. Alles eigentlich nochmal machen von gestern. Eigentlich habe ich ja gespeichert. Man soll sich ja aufs Bett legen, ne? Das habe ich hier. Vielleicht muss man noch irgendwie anders speichern. Alles ist weg. Und da ist ein Wolf, geil. Aua. Ich komme mit den Sachen, die... nee. Marcel? Ja. Ich habe unsere Sachen gefunden, die wir gestern gefangen haben. Bist du sicher, dass das von gestern ist? Also, ich hatte letztes Mal, soweit ich ja weiß, keine dieser... Warte mal. Muss ich kurz gucken. Hä? Ein paar Sachen sind von gestern noch. Ja. Ich fahre mal von neue Sachen. Wir müssen alles doch mal neu machen. Ja, vielleicht müssen wir beide speichern, weißt du? Ich kann dir nichts machen. Ich kann. Aber muss die Folge ein bisschen länger sein jetzt. Kacke. So. Brauchst du Spitzhacke oder so? Oder kannst du dir eine bauen? Craften. Ja, ich sammle jetzt einfach alles. Dann fahre ich einfach zurück. Oh, ich baue erstmal hier die eine Wertbank ab, ne? Schon mal. Ja. Brauchen wir ja eh nicht. Fackeln. Was? Man kann die sogar verbessern, die Wertbank? Das meinte ich ja gestern. Wenn wir das verbessern, dann können wir die besseren Werkzeuge bekommen. Wir können aber in die Höhle gehen und dort die Sachen noch holen, weißt du? Das kannst du ja eigentlich alleine machen. Da war ja nichts wirklich in der Höhle. Oh, dann hole ich mal kurz die Sachen. Und dann hole ich mal schnell die Sachen. Das war ja hier. Wo war die Höhle nochmal? Ah ja, hier dieser Riesenfelsen, ne? Ja. Gehe ich da mal rein. Und dann hole ich die Sachen. Ah, hier ist wieder irgend so ein glitzernde Scheiße. Und warum sind hier so drei Spinnen aufeinander gequetscht? What the fuck? Ich habe mir mal gestern diese Bosse angeguckt, weißt du? Wir müssen tatsächlich, ein Schneegebiet ist der letzte Boss. Beim Strand ist der erste. Und der zweite ist irgendwo hier in der Mitte der ganzen Map, weißt du? Strand? Ja, es gibt einen Strand. Aber dafür müssen wir richtig ran. Jo, wir müssen am Rand der Map. Mann, dauert das lange, bis ich in der Höhle bin. Oh shit. Ein langes Stück dahin. Ja. Expedition halt, ne? Die ganze Folge wird das dauern. Ja, eine 50 Minuten Folge wahrscheinlich. Ja. Hey, hier ist jetzt was anderes drin. Wie? Das sind jetzt komplett andere Sachen. Keine Kisten. Schneebeere. Ne, doch, zwar schon die Kisten, aber in den Kisten so. Ist was anderes drin. Schneebeeren-Shake. Stimmt, das ist gut in der Wüste. Bin schon fast voll, ja. Aber wir sind wirklich ein paar Sachen, die wir schon haben, weißt du? Letztendlich sind das nur wieder dieselben Scheißsachen. So. Hier haben wir ja noch eine Truhe. Was ist das denn? Hier ist ein Knorrwurzel. Ja, das ist das bessere Holz, was ich mal meinte. Das ist das, was oft in der Höhle wächst. Das kann ich nicht abbauen. Hier ist auch noch eine Truhe, die öffne ich auch mal. Ah, hier ist ein Knochen drin, Mais. Vom Mais habe ich eh schon gefügt genug. Kann, damit brauchen wir auch noch für die besseren Werkzeuge. Kann man sich hier eigentlich eine Rüstung craften? Nö. Oh, schade.
Aber mit Ja. Panzer und Marmor kannst du dir so Glücksbringer craften, die geben dir auch mehr Leben und so. Also ich war jetzt gerade ein bisschen enttäuscht, ne, irgendwie von den Truhen. Eine Die waren Kiste fehlt gestern hier noch. aber. Eine Kiste fehlt. Ist einfach weg. Gibt's nicht. Wo weißt du das? Weil hier waren ja letztes Mal mehrere Kisten. Da fehlt jetzt eine Kiste. So, also ich habe sehr viele Sachen. Also wir können jetzt ein paar Sachen bauen tatsächlich wieder, ne? Ich soll mir gerade einfach ganz viel Steine machen. Kannst ja Ich aber glaube, schon mal ich. unsere Dings upgraden, weißt du? Unsere nochmal. Was upgraden? Dieses Dorf. Achso, ja, das kann ich auch gleich noch machen. Ey, die Spinnen haben tatsächlich gewartet, bis ich wieder rauskomme. Die wollten mich unbedingt wiedersehen, weißt du? Die wollen dich fressen. Nee, will ich nicht. Ich schmeck nicht. Ach ja, hier. Ich bin jetzt hier bei unserem Dorf. Aber was wir so gesagt mit dem, was selbst gebaut wird, machen, das wissen wir beide, glaube ich, noch nicht, oder? So ganz. Was? Das, was wir hier bauen, weißt du? Was ist damit? Was wir damit so machen, weißt du? So richtig? Womit Machen. mache ich? Hier das Teil, was ich ja letztes Mal gebaut habe, weißt du? Daraus soll ja ein Gebäude. Riesengebäude werden. Daraus soll ein Gebäude mit 3, 4 Etagen sein. Wir können ja Treppen nach Ja. oben bauen. Ja. Was wir damit machen, ist eigentlich so, untere Etage wolltest du ja ein Lager reinbauen, hast du ja gesagt, ne? Ja. Aber was wir mit der zweiten Etage machen, wahrscheinlich für die Bewohner, oder? Ja, Betten und sowas wahrscheinlich. Würde ich sagen. So. Aber meine größere Frage ist, wie cradet man denn das Dorf ab? Warte. Du gehst hier in die Mitte. Also, ja, zu diesem Ding. Und gehst auf oben rechts das Dorf aufwerten. Dann brauchst du einfach die Ressourcen, die da stehen. Dorf entfernen? Dorf aufwerten. Also ja, hier. Ah, hier. So, für die zweite Aufwertung brauchte ich 10 Planken. Die kann ich hier machen schon. Planken, Granit haben wir 30, Dorfbewertung erhöhe. Okay, ich mach jetzt von Aber meiner ich habe sehr viel Farm. Holz. Kann ich vielleicht was deponieren? Aber wir können auch Schwerter und Schilde bauen. Ups. So. Ich habe ein bisschen mehr reingepackt, als man denkt. Weißt du, so ein bisschen mehr Holz, damit du mehr Planken hast. Eine Schaufel, Holzstab, Kurzschwert, Holzstab, Planke und Seil. Du hast ein paar Bette reingebaut. Ja, damit wir hier diesen NPC Ach, guck mal, wir könnten sogar eigentlich uns ganze Zeit schon Schilder bauen, ne? Fällt mir auf. Wie viele brauchten wir nochmal für das nächste Dorflevel? das weiß ich nicht. 10. Zu viel Holz reingepackt. Oh, ich verhungere gleich, Alter. Man ist schon wieder am Verhungern. Ich krieg echt immer noch Charakter, die am Verhungern sind. Wenn du mir noch ein bisschen mehr Granit gibt, kann ich einen Grill bauen. Ach so, weil man die niedere Frucht macht hier Dings. Warte mal, was? Granit? Ja, also einfach der Stein. So. Dann mache ich hier, übernehme ich das hier mit dem Aufwerten dieses Mal, ne? So, ich kann 32 den Grill Mais machen. Ich mache gleich mal hier so einen Holzstab, dann können wir uns Schilder bauen, weißt du? Brauchen wir nicht für Schild aufklang? Ja, und für so ein Schwert einfach nur Dings. Okay, wir haben 10 davon. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Jetzt können wir uns erstmal auf die Holzstäbe, weißt du? Dann kann jeder von uns so ein Schwert bauen und dann haben wir es. So, Granit brauche ich 20. Ich bin kurz am Granit sammeln, ne? Ja, ich auch. Worauf viel mehr Ressourcen wieder. Dann hole ich mir mal hier den Riesenstein. Oh, pass auf, hier sind Skelette.
Das waren jetzt 7 Stück. 8, 9, 10. So, wir wurden gesichtet. Aua, Alter. Oh, eine Spitzhacke. Okay. Die ist eh fast kaputt. So, 14 habe ich jetzt. Man kann Gras zerstören, ernsthaft? So, meiner ist hier gerade sehr heftig am Verhungern, ne? Deiner? Hast du gar nichts zu essen? Doch, aber irgendwie verhungere ich sehr schnell sogar. Du musst auch mehr essen. Oh, Kürbis macht gut. Ja, ist auch ein ganzer Kürbis. Na gut, ich Dorf aufgewertet, ist jetzt Level 3. Okay. Ich deponiere mal ein bisschen Holz, ne? Damit wir Holzbanken haben. Fürs nächste Level? Fürs nächste Level, warte mal kurz, ich esse erstmal kurz zu Ende. So, fürs nächste Level brauchen wir Knorrenwurzel, Grün, Planke und Granit. Aber ich gerade mir erstmal ein paar Waffen bauen will, weißt du? Ja, für Knochenwurzel müssen wir erstmal die Werkbank dann verbessern, damit wir die besseren Werkzeuge bekommen. Kurzschwert, Holz. Also ich mache erstmal ein paar Planken, ne? Ja. Noch eine von diesen Dingern. So eine so Holzröhre. Und dann machen wir Planken, ne? Wieder. So, jetzt machen wir Planken. Hey, immer noch einfach nicht genug. Was ein Kack. Wofür denn jetzt? Ich will mir so ein Schwert bauen, dann habe ich wenigstens etwas zu kämpfen. Aber so viel Holz haben wir, hatte ich jetzt auch wieder nicht. Also. Oh. Also herstellen, tut ja. So. So. Hey, die baut hier gerade was, Alter. Achso, man kann sogar in die andere anpacken. Die. Na gut. Wenn man speichert, ist irgendwie eine andere Frage, ne? Siehst du da irgendwie so ein Menü oder so? Also, wenn ich jetzt persönlich auf Optionen gehe, dann steht ja nur zurück zur Lobby. Oder Respawn, weißt du? Wahrscheinlich soll ich mich einfach nur hinlegen, aber wahrscheinlich musst du dich Mitte irgendwie so auf ein anderes Bett legen, damit es funktioniert, weißt du? Oder vielleicht, wenn du auf Tab gehst, ist da vielleicht irgendwas? Also auf dein Inventar? Steht da oben irgendwas? Spieler. Nö, ich kann hier nur Spieler einladen. Okay. Aber ich könnte dir den Schlüssel teilen, weißt du? Ja. Okay. So, ich habe dir Schlüsselbesitz gegeben. Da musst du jetzt mal kurz gucken. Ich kann hier nicht. Wahrscheinlich müsste man sich hinlegen, oder? Klar. Weiß nicht. Ich habe die Folge wird ein bisschen länger, oder? Oh, One-Shot. Ey, das Huhn hat mein Fleisch gegessen. Dünger. Ich habe Dünger gefunden. Kacke. Hier, guck mal hier. Das Bett von Löwenstärke. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich auf unsere Bette legen. Mach mal. Ich hab da schon drauf gelegt. Nee, leg dich mal drauf und ich leg mich auf meins. Mal gucken, vielleicht speichert es dann. Weil es kommt ja ständig dieses Geräusch. Das heißt, wahrscheinlich haben wir jetzt gespeichert. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Weil man kann ja nicht speichern, wenn wir auf
Spielerkiste steht ja noch Spieler einladen, weißt du? Bisschen schräg. Sagen wir mal ein bisschen essen, weißt du? Ich hab genug Essen, glaub ich. Ich hab zwar auch genug Essen, aber irgendwie habe ich Dünger gefunden. Oh. Machst du gerade selbst ein Haus oder? Nee, es ist wieder so ein gebautes hier. Meinst du ein Gebäude? Ähnlich. Ich erkunde mal ein bisschen, ne? Bin gleich zurück, ne? Kannst ja auch erstmal herausfinden, wie man speichert oder so. Was für ein Geräusch? Hier spielt jemand Bingo. Mich jagt einfach immer noch eine scheiß Spinne, Alter. Oh, hier ist ein Wolf. Da hinten ist eine Festung übrigens, ne? Ja, wir brauchen 5 Wolfkrallen für Schild. Ich hab 2. Ich glaube, alleine sich gegen einen Wolf anzulegen ist irgendwie ein Fehler, ne? Wenn du ein Schwert hast, ist es glaube ich nicht so schlimm. Ich glaube schon. Ah, guck mal, hier ist die Wüste. Wenn du zu mir kommst, können wir erstmal schon ein bisschen in die Wüste, weißt du? Wäre nicht so schlau, das sind echt starke Gegner. Also auch mit diesen Level 3 Werkzeugen und Schwertern und so bekommst du ja richtig Schaden. Ich habe eine Kiste Ja, wenn du gefunden. dran bist. Warte mal, ich komme mal kurz. Oh Gott. Sollte auch. Oh Mann, was ist jetzt los? So, ich brauche mal kurz deine Rückendeckung. Ich komme mal kurz mit einer Kiste. Musst du mit mir aufschlagen, ne? Ist gerade sehr dumm für mich, weil ich trage die Kiste gerade. So, die Wüste ist rechts von uns, ne? Denk dran. Die ist doch hier hinter dem Hügel, oder so? Ja, einfach hinter dem Hügel geradeaus. Da treffen wir auf die Wüste. Oh, wo ist meine Kiste hin? Siehst du die Kiste hier auf meinem krassen Bizeps? Ich trage die einfach mit einer Hand, ne? Guck dir das mal an. Ich schick die Kiste hier bei der Webbank hin, ne? Und zack. Nicht zu nah am Gebäude, die können dein ganzes Haus abreißen. Okay, dann lege ich sie hier unten so hin. Ich hab das schon mal bei Rasmus gemacht. Alter, mit dem Schwert ist krass, alles abzubauen. Hier ist sie. Was war da jetzt drin? Gar nichts. Holz habe ich einfach gar nichts mehr. Alter, mit dem Schwert einen Baum aufzubauen geht leichter. Junge. Also im Schwer im Schw Wasser können wir sterben, ne? Ja, weiß nicht, wie man schwimmt. Immer Wölfe jagen. Die Krallen. Ich überlege, vielleicht machen wir in der nächsten Folge mal eine Mauer, weißt du? Ich weiß nicht, ob eine Mauer wirklich nötig ist. Es kommt sowieso nichts vorbei. Ich baue wieder das von letztes Mal, weißt du? Dieses Bauernhaus.
Aber wir sind fast näher an das nächste Level übrigens, ne? Ja, aber wir brauchen ja noch die Knochenwurzel dafür. Das heißt, wir brauchen drei Panzer, die man von diesen Viechern bekommt, die sich unter dem Boden vergraben. Ach ja, stimmt ja. Die Schisser auch genannt, ne? Ja, stimmt ja, hier liegt einfach Holz auf dem Boden. Lego Fortnite Part 3, Alter. Das war doch dasselbe wie Part 2 gewesen. Ich bin ausgefallen. Alter, wie schnell verhungere ich? Was ist das? Hier, episch. Ich verhungere so schnell, oder was ist das? Wolf gefunden. Nicht sterben, ne? Man weiß ja, wie stark diese Viecher sind. Hab ihn down. Vor allem, wo finden wir Knorrenwurzel? War ja Dings, ne? Ach guck mal, dann können wir Blockhütten Schlafzimmer haben, ne? Blockhütte, Baumsturmwachturm, Koch doch, Verweigerung. 10 Level gibt es? Ah, hier ist neuer. Hallo, du kannst mich Beef Boss nennen. Ja, wir brauchen noch ein extra Bett, glaube ich. So, wir haben jetzt 3 Leute hier bei unserem. Die mit mir tanzen. Dance ein bisschen mit mir ab. Weißt du, ich mache gerade ein Dance-Battle mit denen, ne? Part 3, Dance-Battle mit den Lego-Figuren. Wo bist du eigentlich hingegangen? Also du gehst Richtung geradeaus, also in den... Also ins normale Gebiet, sagten wir quasi, ne? Oh, hier ist eine leuchtende Kiste. Die länger braucht zu öffnen. Oh. Klingt ja geil. Vielleicht findest du irgendwie so geilere Sachen, weißt du? Hier sind gerade Bots gespawnt. Eine Falle, komm zurück lieber. Oh geil, ein Schaf. Ich hab ein Schaf gekillt. Hier glitzert was. Schon wieder Dünger gefunden. Hab sie alle getötet. Gut, Pfeil. Gut. Ich brauch schon wieder, Alter. Und nochmal die Kiste öffnen. Was hab ich denn hier alles? Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an The Forest, ne? Ich bin immer derjenige, der super leicht am Verhungern ist. Hast du The Forest? Ich hab The Forest durchgespielt, auf YouTube hast du es nicht gesehen. Ich kann mich nicht erinnern. 2022, The Forest Let's Play. Ich glaube, ich habe es aber auch schon einmal eine Folge Lego Fortnite, aber das war ja nur zum Spielen, zum Gucken, weißt du? Dieses Testvideo da. Yep. Man sieht es ja jetzt gibt es die richtige Folgen.
Lack of Fortnite. Ich will Zack. Noch weiter Escape the Backrooms, das neue Update aufnehmen mit in allen Leuten hier. Über oh. Rasmus Konstantin. Oh, es wird sehr lange dauern hier, was ich baue. God of War hat ja auch ein neues Update, ne? Muss ich auch noch machen. Wie spielt? God of War. So, da gab's auch ein DLC. Jupp, und das werde ich machen, sobald ich hier die Story durch habe. Oder mehr während der Story, weißt du? Digga, ein Schaf hat hier gerade einfach meine Sachen gefressen. Ich kann jetzt die Werkbank verbessern. Ich habe 3 von diesen rollenden Bastarden getötet. Okay. Das war jetzt so gut, ne? Liegen einfach Steine in diesem. Also ich bin hier gerade kreuz und quer dran, das hier zu machen, weißt du? Hier. Aua! Ich bin jetzt bei der Höhle ungefähr wieder. Naja, okay, ich seh's. Hier ist aber noch ein Lager, na, aufpassen. Nicht, dass Lager, wir irgendwo... Hier ist Lagerfeuer. Wenn du ein anderes Feuer nach oben siehst, ein zweites, dann ist das immer das böse Lager. Feindliche. Hier bei mir ist Lagerfeuer. Das Dorf ist schon fast Stufe. Einfach. Fast let's. Zack. Und zack. Okay, warte mal, wozu war das hier? Okay, das Haus ist eigentlich gleich fertig, ne? Dieses eine. Okay. 27 Minuten schon in der Aufnahme, ne? Stell es mal hier bei der Schmiede hin. Oh. Das Huhn brennt, Alter. Hat einfach gebrannt. Pass auf, Skelett hier drin. Was machen die Bots schon? Ah, ich brauche noch 5 Planken. Ich baue hier schnell dieses Haus zu Ende. Baumstamm. Scheune abgeschlossen. Kannst du mir deine Wolfskrallen geben? Komm mal her zu mir. Was mach ich? Aufpassen, dass Skelette kommen hierher. Also wir haben wahrscheinlich die Skelettenprobleme hier. Wollen wir erstmal gucken, ob man schon... Hier, warte mal, respawn, ausruhen. Ja, aber irgendwas sagt mir das wirklich, man muss einfach nur liegen bleiben. Ich hab schon, weil ich hör da so ein Geräusch immer. Ich hab irgendwie keinen Bock nochmal dieselben Häuser zu bauen, weißt du? So, hier, die Werkbank ist verbessert. Jupp. Ansonsten können wir gleich mal die Folge, können wir jetzt die Folge beenden und dann gucke ich einfach mal nach, wie man das sonst macht, weißt du? Aus irgendeinem Grund kann ich die Werkbank verbessern. Jo. Na. Ich stecke hier fest. Und jetzt ist sie verbessert. Na gut, Leute, ich würde mal sagen, das war's mit der Folge, ne? Okay. Das war's mit der Folge. Schaut bei Mr. L vorbei. Er macht krasse Videos. Und Shorts nicht vergessen. Ja, wir grüßen natürlich wie immer Kabum. Der Dance Battle Flow geht hier immer noch los. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.